Hallihallöchen, ich mal wieder mit einem Reaction-Video. Jawohl, auf YouTube habe ich gesehen, toller Bericht, Überschrift, das Mysterium 777, ja, also unser Investor. Viele Informationen, sehr kritisch und ich möchte das Video mit euch gern zusammen anschauen und darauf eben reacten. In den Medien ist ja zu lesen, seit einigen Tagen, dass Hertha zum ersten Mal positiv finanziell dasteht. Ja. Und ganz wichtig, ich möchte mit diesem Video hier nicht spalten. Ja, ich möchte jetzt hier keine Unruhe stiften, sondern einfach informieren. Informationen sind immer wichtig, damit man nicht so blauäugig durch die Welt rennt. Ja. Bevor wir uns das Video angucken, ein bisschen Text von mir. Ja, also Hertha ist ja erstmals seit Jahren mit einem positiven Betriebsergebnis an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, und das wichtigste Puzzlestück in diesem Zusammenhang sind ja die 22 Millionen Euro Tranche, die von Investor 777 geflossen sind. Ja, bereits jetzt schon Anfang April. Bislang hat ja 777 75 Millionen in unseren Verein reingeschossen, unterstützt. Und fast zwei Monate vorher, ja, wo eben der reguläre Zahlungstermin gewesen wäre, kam jetzt die 22 Millionen. Und das gibt uns Planungssicherheit. Also das sind so diese 22 Millionen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, von diesen 75 gesamt erstmal. Ja, also damit haben die erstmal 75 Millionen investiert. Beim Einstieg, deswegen nenne ich es auch, wurde ja über 100 Millionen gesprochen und auch vereinbart. Ja. Die fehlenden 25 Millionen sollen dann nächste Saison fließen. Hertha hat ja seit der Rückrunde, ja, 2022, 2023, immerhin ein positives Ergebnis erzielt von 70 Millionen Euro. Das ist ja ein ganz schöner Schuh. Das ist ja schon mal richtig nice. Das ist richtig gut zu hören und zu lesen. Ne? Das Jahresergebnis soll dann insgesamt über 75 Millionen sich noch mehr verbessern. Operative Ergebnis dann 2023, 2024, was jetzt genannt wurde, einstelligen Millionenbereich liegen. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig geil, wenn man überlegt, dass wir über Jahre immer negativ dastanden. Zinstragende Verbindlichkeiten innerhalb dieser Zeit wurden mit 25 Millionen Euro zurückgeführt. Das ist auch geil. Also das sind schon mal richtig gute Zahlen. Ja, darüber wird ja gesprochen. Ja, da geht man ja hausieren und die Medien zeigen da Hertha auch mal im Glanze, ja, wenn man überlegt, wie das in der Vergangenheit war. Aber, ich sag mal aber, bevor wir jetzt hier fette Raketen abschießen lassen, ja, und wir nur am Feiern sind, muss man weiterhin mit Bedacht ein Auge auf 777 werfen. Und vor allem beim Handeln, denke ich mal, auch aufpassen. Ja. Deswegen schauen wir uns jetzt das Video an. Ja. Und lassen das dann einfach mal wirken. Okay, Freunde. Dann steigen wir mal da ein. So, jetzt bin ich ganz klein. Juhu!
Der kleine Pär. Hallihallo. Und wir legen dann einfach mal los. Attacke. Hertha BSC. Ein Club mit großen Ambitionen. Derzeit jubeln die Berliner jedoch nur in der zweiten Liga. Und sie sind in finanziellen Schwierigkeiten. Pressekonferenz vor einem Jahr. Hertha. Ja, es tut immer weh, natürlich so Kai Bernstein zu sehen. Ja, ich hatte das Video ja schon mal ganz schnell durchgezogen. Und ja, kriege ich mal eine Träne. Muss ich mal ein bisschen schlucken. Ja, Sport Insight, ja, so heißt die Base, ja, die dieses Video bringt. Und ich weiß nicht, ob das über die Sportschau lief, vielleicht eine Co-Produktion. Ich weiß nicht, wie das genau gehandhabt wird. Und ja, da geht es jetzt über Triple Seven zu sprechen. Da heißt es, über Triple Seven zu sprechen. Oder da wird über Triple Seven gesprochen. Eben kritisch. BSC und sein inzwischen verstorbener Präsident verkünden den Einstieg der Investmentgruppe 777. Unser Ziel ist es, ein langfristiges und nachhaltiges finanzielles Profil für den Verein zu ermöglichen. Ja, also da dachte ich damals, wo ich das gesehen habe, erstens, warum ist die Krawatte ganz schief? Und zweitens, was hat Devin Cappy auf? Also, soll jetzt hier nicht ins Lustige abdriften. Aber ich muss es ja auch ein bisschen kommentieren, auch so diese Eindrücke, die man damals hat, wo man ihn auf dem Podium gesehen hat und gelauscht hat. Ja, das kam mir irgendwie sehr, irgendwie, weiß ich nicht, so fluffig rüber. Also so ein bisschen. Vielleicht war der Mann auch gestresst, ja, die hatten ja auch getagt und naja, das by the way, Randnotiz. Wir sind davon überzeugt, dass für Hertha und alle anderen Vereine, die wir besitzen, der beste Weg zum sportlichen Erfolg darin besteht, Wege zu finden, sich selbst langfristig zu erhalten. Josh Wanda und sein Unternehmen sollen Herthas Verbindlichkeiten von insgesamt über 100 Millionen Euro abbauen. 777. Übrigens, der Mann, der das kommentiert, ja, der sagt ja immer 777. Also ich wurde ja vorher abgemahnt, wo ich am Anfang über den Investor gesprochen habe, meinten etliche Freunde, das heißt 777, ja. Ich weiß jetzt nicht wirklich, jetzt bin ich wieder unsicher, aber ja, ich meine, okay, ja, 777, das hört sich so long an. Also ich sage trotzdem weiter 777. Unternehmen, das sich in Werbevideos gern als Partner darstellt. 777 Partners. Oh. Transforming visions into value. Okay, jetzt haben wir es. Also die, wenn die Medien drüben sogar drüber, also wenn die den Investor oder die Firma nennen und dann 777 sagen, dann werden die auch so heißen. Also alle Freunde, ja, die rumgemeckert haben, ja, an dieser Stelle mal ja. Was soll denn das? Immer dieses Kritisieren, ey. Mann, ey. Okay, jetzt zum Inhaltlichen, Freunde. Wir haben uns diese Firma genauer angesehen, die Fußballmannschaften aufkauft. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Es scheint der umtriebigste Player auf diesem Markt zu sein. Und wir wissen fast nichts über ihn. Eine mysteriöse Firma. Wir reden von Mannschaften von Australien über Brasilien bis ins Herz von Europa. Dabei investiert die Firma mit Sitz in Miami seit Jahren in den globalen Sport. Hält zum Beispiel Anteile an 7 Fußballclubs. Vasco da Gama in Brasilien. Melbourne Victory in Australien, in Spanien der FC Sevilla, Genua CFC in Italien, Standard Lüttich in Belgien, in Frankreich Red Star FC und eben Hertha BSC. Also es sind schon mal ein Haufen Vereine, man kann das jetzt hier schön sehen auf der Karte, ja, Brasilien, Spanien, Italien, Standard Lüttich, ja, Belgien. Und das ist halt, ja, gut verteilt, ne? Und da habe ich mir damals schon gedacht, ja, Miami, ja, Fußball, was haben die da mit Fußball im Sinn? Aber marode Vereine,
Ja, werden immer erstmal quasi ins Auge gefasst, ja. Und man probiert sie halt aufzubauen. Das ist das, was auch gerade mit uns passiert, Freunde. Also man muss immer den Hintergedanken haben, Aufbau, ja. Und das ist jetzt kein guter Mensch, der uns nur Geld schenken will. Nein, da sind auch Gedanken hinter. Das sollte man immer wissen, bei aller Liebe, ja, zu der Freude, dass wir jetzt auch gut dastehen. Ja, also ich habe es ja im Eingang extra auch erwähnt, wie die Zahlen sind und so. Aber man muss das halt sehen. Viele Vereine, viele Gedanken und irgendwann soll es halt, denke ich, auch eine Rendite geben. Aber im Vorfeld heißt es ja erstmal sanieren. Der mehrfache Clubeigentümer 777 operiert von Miami aus. Nach eigenen Aussagen verwaltet die Firma ein Vermögen von angeblich bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Investiert in verschiedene Sektoren, darunter Luftfahrt und Versicherung. Doch ist das Unternehmen wirklich so liquide, wie ihr Kopf, Josh Wander, immer vorgibt? 777. 777 scheint ein Unternehmen zu sein, das mit Zinssätzen spielt. Und damit meine ich, dass sie versuchen, auf verschiedenen Märkten mit Hilfe von Krediten Margen zu erzielen. Und zwar in einigen, manche würden sagen, undurchsichtigen Bereichen der Wirtschaft. Und ein großer Teil dieser Arbeit fand im unregulierten Sektor statt. Rio de Janeiro in Brasilien. Also. Ja, das ist ja immer so diese Situation, die wir wahrscheinlich nicht so manchmal verstehen und auch keinen Einblick haben natürlich als kleiner Hertha-Fan. Aber so ein Riesenunternehmen sind quasi wie so ein Krake, der ummünzt. Ich glaube, es geht hier viel um Ummünzen. Es geht da, man kriegt Kredite hier, kann erstmal helfen, ja. Erhält einen gewissen Zinssatz, das ist was Positives, mit dem man wahrscheinlich dann auch wieder woanders investiert. Das ist ja so dieser Sinn. Ja, viele Vereine und erstmal wie Unruhe stiften, ja, aber probieren eben auf verschiedenen, ja, naja, Länder, also Kontingenten, also es ist ja jetzt nicht so viele, es sind ja dann mehr die Länder, sag ich mal, und in diesen Ländern halt die Kredite zu bekommen. Und dann zu investieren und Zinsen aus dem Zinsertrag dann quasi Positives zu schöpfen und dann umzuschichten und neu zu investieren. Es ist ja, das ist das eben, denke ich, und man hat ja auch schon gehört, dass sie eigentlich ursprünglich auch, weiß ich jetzt, was war das, Versicherung oder irgendwie im großen Sektor auch noch arbeiten. Sport ist wahrscheinlich so ein Ding, wo man eben auch gut investieren kann, vielleicht auch gewisse Sachen abschreiben kann. Also ich bin kein Finanzexperte, ja. Ich komme nicht aus der Wirtschaft, Freunde der Nacht, aber ich kann mir das so ein bisschen so denken, ja, wie das so ist. Und da befinden wir uns drin in diesem Strudel. Keine Apfelstrudel. Ich würde das Sprudel sagen, weil ich jetzt hier welches trinken werde. Ja, das sollte jeder wissen, dass das eine sehr ja, finanziell schwierige Situation auch sein kann. Ja, eben sehr filigran, das Wort fiel mir. Das ist sehr filigran. Ja, da muss man sehen. Okay. Die Fans des Traditionsvereins Vasco da Gama kommen zum Heimspiel zusammen. 2022 erwarb 777 die Mehrheitsanteile des massiv verschuldeten Clubs für 120 Millionen Euro. Jeder war so aufgeregt. Die Fans waren glücklich. Alle dachten, dass Vasco nun. Also, die haben da Mehrheitsanteile, genau wie bei uns, ja. Aber nicht jetzt vom Verein. Da ist ja immer noch diese Sicherheit drin, ja, bei uns. Sondern von dieser KG, ne, die er noch nebenher schwört bei Hertha BSC. Und da haben sie ja die, ich glaube, das sind wie viel, 86% oder so von Windhorst abgekauft. Ja,
Das ist dann ähnlich, diese Mehrheitsanteile der KG, ja, Hertha KG, eben erworben. Ja. Das ist so ähnlich wie da in Brasilien. Aber die haben wahrscheinlich, muss man auch sagen, nicht dieses 50 plus 1. Ja. Also dieses Sicherheitsding, vielleicht gibt es das gar nicht. Ja. Vielleicht kriegen sie einfach die Mehrheitsanteile direkt vom Verein. Ja. Das muss man auch unterscheiden. Bei allem, was man jetzt hier so sieht und ja, vielleicht haben wir dadurch eben noch diese Sicherheit drin und das gewährt, dass es vielleicht auch anders zu bewerten wäre. So wie Manchester City sein würde, nur hier in Brasilien. Und so ist es doch ziemlich überraschend, dass 777 Liquiditätsprobleme hatte, um seine Verpflichtungen bezüglich Spielertransfers nachzukommen. Das hat jeden sehr erstaunt. Derweil zeigte sich Josh Wander nach dem Erwerb wieder einmal generös. Ich verspreche allen Vasco-Fans, das ist das letzte Mal in der Geschichte, dass Vasco mit einem finanziellen Nachteil in ein Spiel geht. Worte, die man im fußballverrückten Brasilien gern hörte. Doch die anfängliche Euphorie ist bei den Anhängern längst verflogen. Wir sind nicht glücklich. In der Tat, die große Mehrheit der Vasco-Fans will das nicht. Wenn Vasco weiterhin als Geschäftsmodell betrachtet wird und nicht als Verein all dieser Menschen hier, geht es nicht vorwärts. Der Erfolg blieb aus. Vasco spielte zuletzt gegen den Abstieg. Ablösesummen konnten nicht rechtzeitig bezahlt werden. Die Folge: eine Transfersperre. Stattdessen wurden Gelder in das Firmenimperium von 777 umgeleitet. Die zwischen dem Club Vasco da Gama und 777 gegründete Firma hatte ein Darlehen an ein anderes Unternehmen vergeben, das nichts mit Vasco zu tun hatte. Dieser Geldbetrag wurde an eine Tochtergesellschaft des Hauptaktionärs von 777 überwiesen. Und auch andere Entwicklungen lassen an der Glaubt. Also da wurde quasi Geld umgeschichtet zum Nachteil von dem brasilianischen Verein Vasco da Gama. Erstmal so hinnehmen. Glaubwürdigkeit des Fußballinvestors 777 zweifeln. Eine interne Bilanz, die der Sportschau vorliegt, zeigt, dass man allein im ersten Halbjahr 2022 über 400 Millionen Dollar Verlust gemacht hat. Im letzten Jahr soll Josh Wanders Firma nur mittels teurer Geldanleihen Mieten und Gehälter gezahlt haben. Mehrere Interviewanfragen der Sportschau ließ 777 unbeantwortet. Die finanzielle Situation kann in keiner Weise als gut bezeichnet werden. Einige Fußballteams von 777 konnten nicht einmal Transfersummen an andere Mannschaften zahlen. Und in dieser Welt, wo es um Milliarden von Dollar geht, reden wir in einigen Fällen von ein paar 10.000 oder ein paar wenigen Millionen Dollar an Ablöse, die nicht gezahlt wurde. Ja, das meine ich eben mit diesem Umschichten. Ja, man probiert da zu investieren, da irgendwie Zinssatz zu kriegen oder dann eben mit diesem Geld, was man wieder hat, woanders zu investieren. Aber wenn es dann teilweise geschichtet wurde, umgeschichtet wurde und nicht dem Verein zur Verfügung steht für jetzt Transfers und weiß ich noch, was da ansteht, ist natürlich, dann Banane. Dann guckt man die Röhre. Aber wie gesagt, erstmal aufnehmen und schauen wir mal weiter. Mit vergleichbaren massiven Auswirkungen. So wurden gegen Standard Lüttich, das 777 seit 2022 gehört, gar zwei Transferverbote durch den belgischen Fußballverband verhängt. Der Verein hatte Ablösesummen, Prämien, Mehrwertsteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Standard Lüttich, ja, was fällt euch da ein? Kanga! Ja, der knipst ja da. Und wahrscheinlich auch diese Leihe ist zustande gekommen durch 777. Muss man nun mal sagen. Die haben Kanga genommen
und Trippelseven hat das vielleicht eingefehlt. Beiträge nicht gezahlt. Der Vorstandsvorsitzende des Clubs muss sich für 777 im belgischen Fernsehen verantworten. Es ist eine schwere Zeit, wenn man versucht, die Finanzen des Clubs und gleichzeitig die sportliche Situation zu verbessern. Sportlich scheitern wir gerade. Was 777 betrifft, kann ich die Zweifel der Leute verstehen. Ich habe sie auch manchmal. Mit Recht. Hm. Der Traditionsverein bringt sportlich und finanziell um seine Existenz. Weiß man nicht, wie es und 777? Gegen die Firma laufen vor Gericht in den USA derzeit Inkassoverfahren. Dennoch will man jetzt mit dem FC Everton einen weiteren Fußballclub übernehmen und wartet auf die Genehmigung durch die Premier League. Das fragwürdige Treiben des Investors könnte weitergehen. Hm. Ja, Leute. Mal sehen, ob ich jetzt wieder umswitchen kann. Juhu. Da bin ich wieder. Ein bisschen größer. Ja, gut, Freunde. Also, das war eben dieser kritische Bericht. Ja. Und ich möchte einfach nur, nochmals, ich wiederhole mich, jetzt keine Panik schüren, sondern einfach zeigen, dass man weiterhin aufmerksam sein muss gegenüber unserem Investor. Ja. Und hoffentlich auch vertraglich alles so gefestigt hat, dass uns das nicht so treffen kann, wie vielleicht da in Brasilien oder Belgien, ja, zum Beispiel die anderen Vereine, by the way, wurden ja auch nicht jetzt groß genannt. Und okay, da habt ihr das Video gesehen, Information wieder pur und schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass es positiv weitergeht. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video. Immer schön gesund bleiben und sportlich. Tschüss.